Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktkommentar. Heute ist der 16.11. Ich begrüße euch in den Live-Training-Räumen der European Trading Academy. Und die Woche startet erneut positiv. Letzten Montag hatten wir schon einen ziemlich starken Wochenbeginn gehabt, der dann über die Woche konsolidiert wurde. Markt hat die Minimum-Konsolidierungsziele auch erreicht und von dort ist er dann entsprechend weiter gestiegen. Wir haben heute Nacht in Japan das erste Mal seit drei Quartalen positives Wirtschaftswachstum gesehen. Das heißt, damit ist Japan offiziell trotz Corona aus der Rezession raus. Ja, insgesamt haben wir weiter diese Gemengelage. Wir haben relativ viele gemischte News, also positiv das Impfstoffprogramm, was dann nächstes Jahr kommen kann. Die Präsidentschaftswahl, es zeichnet sich immer mehr ab, dass Trump hier ja, Stück für Stück so salamitaktikmäßig dann den Sieg eingesteht, sich zwar als Opfer von Wahlbetrug darstellt und es dann wahrscheinlich in 4 Jahren nochmal probieren wird. Auf jeden Fall die Risiken, dass es hier ein Machtwechsel, der nicht smooth verläuft, also der nicht glatt verläuft, die werden im Moment zumindest ein bisschen weniger stark bewertet. Das heißt, die Börse geht davon aus, okay, es läuft alles. Wir haben ein folgendes Programm. Selbst wenn Trump irgendwo eine Klage gewinnen sollte, hat Biden jetzt so einen großen Vorsprung, dass eine Klage in einem Bundesstaat noch nicht mal erfolgreich wäre, müsste tatsächlich in mehreren Bundesstaaten erfolgreich sein. Wichtige Kanzleien haben sich aber zurückgezogen schon hier oder auch ihre Klagen abgeschwächt. Sieht wirklich alles danach aus, als ob das jetzt hier normal verlaufen wird. Dann haben wir die Wahlmänner, die im Dezember abstimmen. Dann haben wir am 20. Januar den Machtwechsel im Oval Office. Ja, und wie gesagt, die Aussichten, dass nach einem krassen Winter, der wahrscheinlich nochmal zu erwarten ist, was Covid-Beschränkungen und Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren wie in Österreich jetzt angeht, dass es zumindest danach aufwärts geht. Und ihr wisst, die Börse versucht immer, die Zukunft einzupreisen und nicht irgendwie, was ist gerade bzw. was war Vergangenheit. Und da sagt man natürlich, okay, wir haben die Chance, dass wenn man im Prinzip 1,5 Jahre oder sagen wir mal 1 Jahr mit angezogener Handbremse wirtschaftlich fahren musste, dass sobald wir in die Normalität zurückkommen, zu erwarten ist, tja, dass es im Prinzip explodiert, die Wirtschaft. Also dass viele Nachholeffekte laufen und Nachholeffekte in allen Bereichen, das heißt, dass das Geld, was man jetzt nicht ausgegeben hat oder auch nicht ausgeben konnte oder wollte, auch was an Investitionen, die man vielleicht zurückgestellt hat, wo man gesagt hat, wir warten jetzt erstmal ab, dass alles das dann in 2021 kommt und das versucht eben die Börse zumindest jetzt mal vorwegzunehmen. Ich hatte gestern, Freitag war es, aber doch schon darauf hingewiesen, mir ist die Stimmung ein bisschen zu positiv geworden, wenn wir das AEI-Sentiment anschauen. Das ist jetzt keine subjektive Meinung, sondern wir betrachten das AEI-Sentiment immer als ein sehr hohes Warnsignal im Aufwärtstrend. Und da kommen wir jetzt im Prinzip zu den technischen Fakten. Und ich will euch nochmal kurz die drei, wir beginnen mal mit dem S&P, die drei Dimensionen eines Trendes vorstellen. Und die sind immer die gleichen Phasen. Also es ist eine Sache, die ich in den letzten 30 Jahren immer wieder auch beobachten konnte. Wenn wir uns die Märkte anschauen und wenn wir uns anschauen, was passiert an den Märkten. Und beginnen wir mal mit dem S&P hier. Und schauen an, wir hatten ja diese krasse Abwärtsbewegung, die hier war. Und die erste Aufwärtsbewegung, die dann kommt, das ist ungefähr das Level bis hierhin. Ja, das wird immer, die erste Phase wird immer von den Marktteilnehmern eingeschätzt als eine technische Korrektur des Abwärtstrendes, was logisch ist. Ne? Diese technische Korrektur ist 1/3 bis 2/3, so um die 50% häufig. Und wir können das, wenn wir es jetzt uns den Spaß machen wollen, auch nachzumessen, dann können wir hier sehen, wir sind hier in dieses 2/3-Niveau gelaufen, 50% bis 2/3. Und das war erstmal sozusagen die technische Korrektur. In der nächsten Phase,
die dann zu, die dann kommt, das ist sozusagen immer die Phase, wo sich dann auch die fundamentalen Daten verbessern. Das heißt, hier in dieser zweiten Phase, das hier, haben wir eine Verbesserung der Datenbasis. Die Verbesserung der Datenbasis sah so aus, dass wir, wenn wir mal hier unten auf die Monate schauen, also wenn wir mal gucken, welche Monate stehen hier unten, dass wir natürlich durch die ganzen Hilfsprogramme, die liefen ab Juni, durch die ganzen Lockerungen, die wieder kamen nach dem Lockdown und auch so ein bisschen die Hoffnung, naja, jetzt haben wir es quasi überstanden, die Infektionszahlen entwickeln sich nicht mehr so explosionsartig nach oben. Das heißt, durch diese ganze Verbesserung von den fundamentalen Daten, wir hatten auch bei den US-Tech-Unternehmen sehr, sehr gute Zahlen gesehen und die Tech-Unternehmen sind im S&P sehr stark gewichtet. Das heißt, wir hatten in dieser zweiten Phase eine Verbesserung der fundamentalen Daten auch. Nach dem Motto, okay, wir hatten hier richtig Schiss vor der Corona-Sache, dann gab es die technische Reaktion, ach, ist doch alles nicht ganz so schlimm, zumindest was die Werte, die im S&P 500 betrifft, angeht. Und das ist sozusagen die zweite Phase, die dann läuft. Die dritte Phase eines Trendes ist immer, und der Trend ist in dieser Phase ja immer noch intakt, also erste Phase, technische Reaktion, zweite Phase, Verbesserung der fundamentalen Daten. Und dann in der dritten und der letzten Phase, die den Markt auf neue Tops führt, also hier drüber führt und weiter, kommt ein Shift im Sentiment. Das heißt, während in diesen Phasen hier immer, also hier Skepsis bei den Marktteilnehmern zu finden war. Ja, das heißt, die Marktteilnehmer haben immer gedacht, bei der technischen Reaktion, ja, ist ja nur eine technische Reaktion. Fundamentale Daten, mal schauen. Wenn jetzt plötzlich alle auf den Zug aufspringen, naja, in den nächsten 6 Monaten geht es einfach weiter besser. Die Situation wird sich dramatisch nach oben hin verbessern. Und das ist leider immer eine sehr gefährliche Phase, wenn wir diese Sentiment-Verbesserung sehen. Und das hatten wir eben mit dem sogenannten AI-Sentiment. Da haben wir es nochmal auf 55,8. 55,8, das ist, wenn wir zurückgehen in der Historie im S&P, der höchste Wert seit Januar 2018. Und ich möchte euch ganz kurz einfach mal einen Eindruck vermitteln, was es bedeutet, ja, dieses positive Sentiment und eben in dieses Jahr 2018 zurückgehen, und zwar in den Januar. Da, das ist diese Phase, hier. Da hatten wir dieses positive Sentiment gehabt und das war damals, sehen wir hier Januar nochmal ein extremer Monat. Also wir sagen nicht, dass mit der Verbesserung des Sentiments die Bewegung unmittelbar zum Stocken kommen muss, sondern was wir sagen ist, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es der finale Push ist, wovor eine größere Korrektur einsetzt, ja, dass das sehr, sehr wahrscheinlich ist aufgrund dieser Lesart des AI-Sentiments, was wir wirklich betrachten. Und diejenigen, die unseren Marktkommentar über Wochen und Monate verfolgen, wissen, wir haben im ganzen Jahr 2020 immer wieder gesagt, das Sentiment ist zu bärisch, als dass der Markt noch richtig runtergehen kann, also nach der Corona-Krise. Weil wir hatten immer einen hohen Anteil an Pessimisten und kaum Bullen am Markt. Das hat sich aber alles geändert. So, und wir sind jetzt in einer Situation ähnlich wie bei wie 2018, Januar. Und ja, der Markt ist hier im All-Time-High. Das heißt nicht, dass wir hier noch nicht in einen Push gehen können. Das heißt nicht, dass wir nicht noch in eine Fear of Missing It Out Rally und in eine Akzeleration gehen können. Was wichtig in so einer Situation ist, dass man jetzt sehr ernst jedes technische Verkaufssignal am Markt betrachtet, weil mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird das Verkaufssignal nicht nur eine kleine Korrektur im Aufwärtstrend sein, sondern zumindest mal die Aufwärtsbewegung, die wir hier, von hier bis hier gesehen haben oder vielleicht dann auch bis hier korrigieren. Und da werden wir dann sehen, je nachdem, wie hier die letzte Aufwärtsbewegung, wie stark die geht, wie groß dann auch die Korrektur sein kann. Wie gehen wir jetzt das Ganze vor? Also wie gehen wir jetzt im Daytrading und in dem Kurzfristigen vor? Im Kurzfristigen haben wir im S&P bereits eine Situation gesehen, die ich auf letzte Woche hingewiesen habe, nämlich dass wir hier so ein One-Day-Reversal hatten. Das ist
wenn wir es nochmal auf dem Daily Chart uns anschauen, ein sogenanntes Fraktal im Aufwärtstrend, was sich aus zwei Teilen zusammensetzt. Erster Teil, neues Top, Abverkauf, schließen am Tagestief und dann eine Bestätigungskerze. Also entweder, dass der Markt unterhalb dieser Kerze schließt oder eine zweite bärische Kerze bildet. In diesem Fall war es keine bärische Kerze, aber es war sozusagen hier ein Schlusskurs, den wir unterhalb des Kurses hatten und damit eine Bestätigung. So. Jetzt von diesem technischen Verkaufssignal ist der Markt abwärts gerichtet, solange wir kein neues Top machen. Das heißt, es ist ein Fraktal, das so lange gültig hat, bis der Markt ein neues Top macht. Das heißt, in der Sekunde, wo ein neues Top ist, wäre die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen. Aber im Moment ist das gültig. Und wir hatten letzte Woche gesagt, wir werden wahrscheinlich einen Push sehen Richtung 3570 bis 80, also hier in diesen Bereich hinein. Das war sozusagen die erwartete Push-Bewegung, die dann auch über die Woche kam, sich zwar relativ langsam dahin zog, und jetzt blende ich mal die Nachtsitzung hier mit ein, damit wir einfach auch gucken können, wo sind wir, weil wir in der Nacht noch mal ein bisschen weiter gestiegen sind. Und wir sehen jetzt, wir haben diese Zielzone erreicht, sind da sogar drüber, aber jetzt eben bietet sich hier eigentlich in diesem Bereich eine Situation an, dass wir heute durchaus hier eine Sache machen können, wo wir short gehen, mit dem Ziel, dass sich zumindest der Markt hier nochmal in diesem Bereich bewegt. Und ihr seht schon selber, das Ganze bietet ein gutes Risk-Reward, das ist das eine, aber Risk-Reward ist nicht alles, weil natürlich je weiter das Ziel ist, desto schwieriger wird es auch zu erreichen, sondern was vor allem ist, wir brauchen einen statistischen Vorteil und der kommt aus dieser One-Day-Reversal-Situation. Statistischer Vorteil bedeutet auch nicht, dass der Markt sicher nach unten fällt, statistischer Vorteil bedeutet nur, dass es wahrscheinlicher ist, dass er nochmal diese C-Bewegung, wir haben das Ganze ja als so ein ABC klassifiziert, dass er diese C-Bewegung macht, als dass er unmittelbar sofort durchstößt. Können wir ausschließen, dass er unmittelbar sofort durchstößt? Nein, können wir nicht. Wollen wir auch nicht, werden wir auch nicht. Wir sehen sogar, wenn wir uns die interne Struktur der Marktbewegung angucken, noch eine Chance, dass wir heute hier nochmal ein bisschen höher pushen. Das heißt, ich glaube, wir kriegen sogar richtig gute Verkaufslevel an der Montagssitzung, aber wir sehen auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir heute am Montag, wenn wir aus der Open Range nach unten ausbrechen, und das wäre für uns das Signal zu verkaufen, also heute wäre die Open Range Ausbruch nach unten der Trigger, dass wir sagen, okay, jetzt setzen wir auf diese C-Welle. Ansonsten würden wir das Momentum noch laufen lassen und sehen sogar noch ein bisschen Aufwärtspotenzial. Wie sieht das Ganze aus im DAX? Wir hatten letzte Woche für den DAX die Analyse gehabt, im Gegensatz zum S&P fehlt im DAX noch ein weiteres Top. Das heißt, hier oben dieses Top wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit rausgenommen. Wir hatten hier eine klassische ATR-Bewegung, also wir sind mit dem Markt mehr als das Doppelte der ATR gestiegen. Der Markt war aber schon aufwärts gerichtet, von daher war das nicht groß relevant. Wir hatten vorher schon auch diesen Aufwärtstrend hier gesehen. Und wir haben jetzt hier mit dem Markt in einer klassischen ABC-Korrektur korrigiert. Und wenn man sich das jetzt hier mit der Nachtsitzung anschaut, dann sieht man, dass die C-Welle hier das Tief der A nicht unterschritten hat, aber, und das ist jetzt wichtig, gucken wir uns das Ganze mit, also ohne die Nachtsitzung an, dann haben wir diese ganz klassische ABC hier, okay, also die C hat das Tief der A unterschritten, hat hier diese Zone erreicht, wir sind hier im Aufwärtstrend, haben keinen Abwärtstrend etabliert, sind jetzt hier wieder in der Aufwärtsbewegung und da sehen wir jetzt die wahrscheinlichste Bewegung, Fortsetzung, heute erstmal. Und diese Fortsetzung sollte den Markt, wenn wir uns jetzt hier auf dem Daily Chart uns das Ganze anschauen, ja, über diese Tops führen. Danach gibt es sehr viele Interpretationsmöglichkeiten für den Markt, vom Doppeltop bis zum Breakout. Das heißt, das Ganze gucken wir uns dann an und wird auch abhängig sein vom S&P. Interessiert uns aber auch erstmal nicht so, weil wir machen ja Daytrading und wollen jetzt hier nicht eine langfristige Investition tätigen. Das wahrscheinlichste Szenario heute ist aber Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und so wollen wir das Ganze eben auch handeln, weil Vorteil ist auf der Long-Seite, Fraktal weist immer noch aufwärts, hat noch kein Verkaufssignal geliefert und
ja, das ganze Umfeld ist weiterhin noch positiv, sodass wir eine Chance haben, hier im DAX mit dem Markt Richtung 13.600 zu laufen. Und das ist für uns jetzt erstmal das nächste Aufwärtsziel, also 13.600. Okay, geht's zum FGBL, das ist der Bund Future. Wir hatten diese ATR-Bewegung hier nach unten und haben letzte Woche zwei Verkaufslevel identifiziert. Wir haben uns mit diesen Verkaufsleveln, waren damit gut beraten. Also das war hier das erste Verkaufslevel und das zweite Verkaufslevel haben wir hier identifiziert. Jetzt werden viele sagen, ja, aber wir sind doch danach weiter hochgegangen. Und das ist eben der Unterschied zwischen Analyst und Trading. Wir haben hier oben ja verkauft, dann haben wir Break-Even-Stop gezogen und als dieser Markt dieses Level dann nochmal gebrochen hat, sind wir neutral geblieben bis zum zweiten Verkaufslevel. Hier haben wir wieder verkauft, haben wieder nur Break-Even gezogen und sind heute Morgen jetzt hier wieder gestoppt worden, weil wir müssen natürlich gucken, bildet sich jetzt hier mehr als nur eine technische Reaktion, bildet sich jetzt hier die Fortsetzung des Aufwärtstrendes. Wir hatten zwei Möglichkeiten, dass der Abwärtstrend hier noch ein bisschen weitergeht, aber das Gesamtbild, und das wissen wir auch, ist ja von uns ein vermutetes Dreieck, also so etwas hier. Und dieses Dreieck heißt kleiner werdende Amplitude und wir haben hier das untere Ziel wieder erreicht. Ja, und dann würden wir jetzt hier in diesem Dreieck wieder in den oberen Bereich reinlaufen. Also wirklich viel hin und her. Von daher, wir werden uns heute einen finalen Versuch gönnen, wenn der Bund aus der Open Range nach unten ausbricht, also Ausbruch nach unten aus der Open Range, dass wir doch von diesem Level nochmal versuchen, hier unten in diesen Bereich reinzulaufen. Passiert das nicht, gehen wir nach oben, dann wird die Interpretationsweise auch wieder so vielfältig, dass der Vorteil nirgendwo mehr gegeben ist, zumindest mit unserer Systematik, und wir dann erstmal ablassen, den Bund Future zu traden. Ja, und letzter Markt, den wir dann noch haben, ist der Euro-US-Dollar. Auch Euro-US-Dollar befindet sich ja in einer sehr spannenden Situation, weil wir auf dem Daily-Chart die Aufwärtsbewegung gesehen haben nach der US-Wahl bis hier in diesen Widerstandsbereich hinein. Also das war auch unsere erwartete Zone. Wir haben auch rechtzeitig hier oben reagiert und gesagt, jetzt kommt erstmal eine Korrektur, aber jetzt wird es wirklich spannend, denn wenn es dem Markt gelingen sollte, ein neues Top hier drüber zu machen, dann wird es sehr wahrscheinlich, dass diese Aufwärtsbewegung, die hier war, sich weiter fortsetzt und der Markt Richtung 1,27 und mehr laufen kann. Also das ist richtig Potenzial entsprechend da. Das ist aber nur die eine Möglichkeit. Solange er unter diesem Top bleibt, bleibt eine andere Variante sehr interessant, nämlich dass das hier ein sogenanntes ABC war und der Markt hier unten nochmal in diesem Bereich runter testet. Und warum ich diese im Moment noch favorisiere, das heißt, warum ich im Moment hier noch favorisiere, dass wir nicht nach oben ausbrechen, ist, wenn man sich die EZB anschaut, dann ist die EZB eigentlich schon wieder Gewehr bei Fuß, noch weiter ihre Bilanz auszuweiten, als sie es schon gemacht hat. Es ist unglaublich, wenn ihr die EZB-Bilanz euch anschaut, wie stark die ausgeweitet wurde in den letzten Monaten und ja auch Jahren natürlich, wo man immer denkt, es geht nicht mehr, es geht nicht weiter, aber tatsächlich ist es so, dass wir können es uns mal gerade hier drauf schauen, ja, wenn wir hier sehen, ja, das ist hier nochmal in letzter Zeit passiert und diese Ausweitung ist natürlich phänomenal. Das ist hier diese Corona-Ausweitung, die wir hier im Prinzip gesehen haben. Und eigentlich müsste das den Euro massiv schwächen, wenn nicht da wäre, dass wir in den USA ähnliche Ausweitungen sehen. Jetzt haben wir aber die Situation in den USA derzeit noch, dass wir wieder mit den T-Bonds Richtung 1% gekommen sind. Und wir haben eine ganz, ganz crazy Situation. Und das müsst ihr euch mal, das muss man sich mal ja, auf der Zunge zergehen lassen. Tatsächlich ist es im Moment so, dass Anleihen aus Griechenland, griechische Anleihen, weniger Rendite abschmeißen als eine amerikanische Staatsanleihe. Also das heißt, dass das Risiko eines Defaults größer bewertet wird bei einer amerikanischen Staatsanleihe als
bei den Griechen. So kann man natürlich nur damit erklären, dass man sagt, ja, die EZB steht Gewehr bei Fuß. Und es ist, ja, wir werden irgendwann mal historisch darüber den Kopf schütteln, aber im Moment ist das tatsächlich so. Und das heißt, das kleine Griechenland kriegt hier einen günstigeren Refinanzierungssatz als die USA. Aber so ist diese Situation nun mal. Und das heißt, wir haben im Moment, worauf ich jetzt hinaus will, in den USA die etwas höhere Rendite. Und es ist so, es gibt ein Kapitalmarkttheorem, Zinsparitäten nennt sich das. Und das bedeutet, dass der Wechselkurs zugunsten des Landes steigen muss, wo die höhere Rendite ist. Und das ist tatsächlich nicht Europa, das ist die USA. Und logisch, weil die Kapitalanleger natürlich versuchen, ihr Geld dort zu parken, wo sie am meisten bekommen. Und von daher haben wir, sollte die Notenbankpolitik jetzt weiter so auf dem Gaspedal stehen, und das ist zu erwarten, ja, haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Seitwärtsbewegung, die hier ist, nach unten aufgelöst wird und wir hier nochmal hinkommen. Also aus diesem fundamentalen Grund sehe ich im Moment diesen Ausbruch nach oben noch nicht so, werde mich natürlich aber den Gegebenheiten beugen müssen, sollte er aus irgendeinem Grund doch kommen. Denn ihr dürft eins beim Traden nicht vergessen: die Welt dreht sich, das bedeutet, jeden Tag gibt es neue News und jeden Tag kann die Lage sich verändern. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass man wie ein Fähnchen im Wind seine Meinung wechselt, sondern dass man neue Fakten dann beginnt, wieder auch in sein Trading mit einfließen zu lassen. Nur bei der aktuellen Faktenlage ist es eben so, dass wir sagen, okay, Euro, US-Dollar ist hier in einem Seitwärtsrange, größere Seitwärtsrange, und wir sehen jetzt hier eher die Chance, dass er nach unten gehen kann als nach oben. Für den heutigen Tag allerdings, und das ist jetzt auch wieder wichtig, weil wir ja Daytrading machen und nicht langfristiges Orientieren, ist uns nicht so langfristig orientieren, sehen wir, ist diese Aufwärtsbewegung hier noch intakt? Ja, also das ist, wir sehen, das ist hier noch vollkommen intakt. Und deshalb ist jetzt auch erstmal, das wisst ihr, habt ihr auch gesehen, wir sind im Live-Trading-Raum Freitag auch hier noch long gegangen, ja, und wir sind auch immer noch long, ja, besteht eine gute Chance, dass wir erstmal hier diesen Widerstandsbereich noch angreifen, also 1,1875, dass wir diesen Bereich uns hier noch rausholen, und das ist das, die Spekulation, die läuft bei uns gerade noch, und der folgen wir noch. Ja, ihr seht also, die Woche wird relativ spannend werden. Wir werden euch natürlich weiter im auf den Laufenden halten in unseren Live-Training-Räumen. Wir werden im Take-Off-Live-Training-Raum jetzt beginnen, auch die Sequenzstrategie umzusetzen, neben der Breakout-Strategie und im Future-Live-Training-Raum, wo wir ja alle Strategien machen. Da handeln wir eben neben den Sequenzen auch Momentum, News und Range-Strategien und so weiter. Also da wird es sicherlich die Woche noch einiges zu tun geben. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Wir hören uns wieder morgen früh, gewohnt vormittags. Bis dann, bye bye, euer Birger.